Auch für die Regionalligisten geht's langsam los. Lichtenberg 47 trifft auf den FC Energie Cottbus. Der Tabellen 13. der letztjährigen Regionalligasaison trifft also auf den Tabellen 9. Lichtenberg hat in 3 Partien alle Testspiele bislang verloren. Heute gibt's eine weitere Hiobsbotschaft. Die Nummer 5, Sebastian Reiniger, hat einen Kreuzbandriss erlitten. Hier die emotionalen Bilder aus dem Stadion. Er wird ein großer Verlust für die Mannschaft von Uwe Lehmann sein. Auf der anderen Seite, Energie Cottbus hat enttäuscht in der vergangenen Spielzeit und heute mit dem neuen Altentrainer Pille Wollitz soll der Anfangsbaustein gelegt werden, dass alles bald wieder besser ist. Lichtenberg in Rot von rechts nach links mit Schmidt. Fehlpass, Erlbeck passt auf. Schnell gespielt über Hasse. Guter Ball, Pronicev, 0:1 für den Neuzugang von Energie Cottbus, gerade mal 12 Minuten gespielt. Maximilian Pronicev von Rot-Weiß Essen gekommen, der 23-Jährige hat ja schon für Hertha BSC 2 in der Regionalliga gespielt. Insgesamt 22 Tore hat er erzielen können, hier steht er goldrichtig. Der SV Lichtenberg liegt wie so oft in den vergangenen Testspielen wieder zurück. Erlbeck, jetzt tut er den Gefallen den Lichtenbergern. Bremer, Neuzugang. Guter Flankenball, Hannes Graf. Und Grüneberg verpasst in der Mitte die erste gute Chance für die Lichtenberger, der Mann, der vor über einer Saison aus Bischofswerda kam. Erlbeck. Klasse gespielt mit Borgmann, super rübergelegt, Krämer, 0:2, Energie Cottbus hat spielerisch alles im Griff. Der 32-Jährige trifft nach circa 40 Minuten, hatte auch bei dem letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, das gewann ja Lichtenberg mit 2:1, getroffen. Nun also einiges zu tun für Uwe Lehmann und seinen neuen Co-Trainer Reiko Fialek. Auf der anderen Seite Klaus-Dieter Wollitz, wahrscheinlich mit dem Spielverlauf bis hierhin zufrieden. Die Lausitzer wollen anknüpfen an die erste Halbzeit, jetzt mit einigen Testspielern auch in den eigenen Reihen. Borgmann, Badu, gut gesehen, Zieten! Chance noch nicht bereinigt, nochmal Michael Zieten. Ehemaliger Nationalspieler Jamaikas, zuletzt bei Viktoria Köln. Er hat vielleicht bald die Möglichkeit, regelmäßig für Cottbus aufzutreten. Jetzt aber Lichtenberg, Grüneberg, vorbei an Toni Stahl. Und Schiri Rasmus Jessen entscheidet sich nur für die gelbe Karte, zum Unverständnis von Grüneberg. Es gibt allerdings den Freistoß aus vielversprechender Position. Und den schießt Tarik Gözüşirin. Wunderbar gemacht, der Anschlusstreffer. Ein Traumtor und man darf ja nicht vergessen, er ist immer noch erst 19 Jahre jung, hat zuletzt den Vertrag um ein Jahr verlängert. Die Lichtenberger sind stolz darauf und hier sehen wir warum. Ein super Tor. Cottbus ist mit dem 1:2 so nicht zufrieden. Kauter. Gut gespielt und jetzt nochmal die Chance für Mäder, 1:3. Hollwitz beschwert sich beim Schiedsrichter gespannt. Es war wahrscheinlich abseits, aber sie lassen es weiterlaufen nach 62 Minuten, also direkt nach dem Anschlusstreffer, das 3:1 durch Yannick Mäder. Aber auch wegen der vermeintlichen Abseitssituation gibt es keine Kritik von der Lichtenberger Bank. Man ist sich der Taktik bewusst, ist halt einmal nicht aufgegangen. Nochmal die Gastgeber über Schöps und Fiegen. Gave gut verlagert, Olo und Grüneberg. Gute Chance. Will jetzt so richtig angreifen in dieser Saison. Philipp Grüneberg verpasst das Tor. Per Kopf. Nochmal Unsicherheit von Rahn. Maric mit der Chance. Oliver Maric. Auch er einer der Neuzugänge. 18 Jahre jung, aber als Rechtsverteidiger eben nicht fürs Tore schießen
bekannt. Dabei bleibt es dann auch 1:3 gewinnt der FC Energie Cottbus gegen Lichtenberg 47. Ein verdientes Ergebnis. Die Lichtenberger Niederlagenserie geht weiter. Wir hören Pille Wollitz bei Tobi Tochal. Gut, nach 4 Wochen kann auch nicht alles passen. Man sieht bei den einen oder anderen Spielern nach wie vor, dass er immer noch ein Stück verunsichert ist, dass er nicht so frei ist und nicht so überzeugt ist. Und das müssen wir versuchen, jetzt hoffentlich in den nächsten 2 Wochen weiter rauszukriegen, um mehr Selbstbewusstsein und mehr Überzeugung in über 90 Minuten zu haben. Vielleicht hat man dadurch dann auch die Möglichkeit, die Schmach vom ersten Spieltag der letzten Saison wieder gut zu machen. Energie Cottbus und der SV Lichtenberg 47 treffen sich das nächste Mal am 7.11., dann aber in der Regionalliga.